Die Zahl gefährlicher Borreliose-Erkrankungen ist in Norddeutschland in den vergangenen 3 Jahren deutlich gestiegen. In Mecklenburg-Vorpommern um fast 20%. Dort schlägt das Landesamt für Gesundheit jetzt Alarm, denn wird eine durch Zecken übertragene Borreliose nicht rechtzeitig behandelt, kann sich eine schwere chronische Nervenkrankheit entwickeln. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Wolfgang Zöller, spricht sogar von einer der am meisten unterschätzten Krankheiten in Deutschland. Zecken lieben es feucht. Deshalb gibt es dieses Jahr besonders viele. Mehrmals wurde Ingrid Pietsch aus Gadebusch in den letzten Jahren gestochen. Jede dieser Zecken hat sie aufbewahrt. Jetzt braucht sie 2 Wochen täglich Infusionen mit Antibiotika, denn sie hat Borreliose. Ihr rechter Fuß ist taub und alles tut ihr weh. Das war eine Katastrophe gewesen, ins Bett reinzukommen. Und also das war wirklich, das kann sich kein Außenstehender vorstellen. Du kannst nicht, ich konnte auf den Stuhl nicht und das tat alles weh. Und dann kam ich ja auch noch ins Krankenhaus. Die Ursache? Borrelien. Diese Keime lauern bei jeder dritten Zecke im Darm. Wird eine Infektion nicht behandelt, kann sie gefährliche Folgen haben. Also die schlimmsten Folgen der Borreliose, die es immer mal wieder gibt, sind eben Herzstillstand, sind die Hirnhautentzündung und auch natürlich die Erkrankung des Auges mit Sehstörung bis zur Blindheit. Die Borreliose ist schon immer hier in der Region ein ganz reales gesundheitliches Risiko gewesen. Wir haben über die Jahre hinweg immer wieder Patienten auch mit schweren Beteiligungen des Nervensystems in Behandlung gehabt. Ja, man muss schon sagen, also, dass in der täglichen Arbeit ich das letzter Zeit doch bemerkt habe, dass häufiger Fälle von Borreliose oder Borrelioseverdacht auftreten. In den vergangenen 3 Jahren stieg in Norddeutschland die Zahl der Borreliose-Behandlungen stark an. In Schleswig-Holstein um 18,4%, in Hamburg um 15,1%, in Niedersachsen um 13,5% und in Mecklenburg-Vorpommern sogar um 19%. So die Barmer Ersatzkasse. Das wird schon. Eine Borreliose ist oft schwer zu erkennen. Ingrid Pietsch leidet unter Rheuma, mit ähnlichen Symptomen wie bei Borreliose. Die klare Diagnose bekam sie nur durch Blutkontrollen. Als die Werte stark steigen, schickt sie ihr Hausarzt in die Klinik. Eine Untersuchung des Nervenwassers beweist, sie hat eine Nervenentzündung durch die Borreliose. Es gibt durchaus Verwechslungen. Das heißt, die Symptome, die Borreliose hervorruft, sind nicht spezifisch für die Borreliose. Das heißt, es ist sicherlich wichtig, dass man immer mit dran denkt, dass eine Borreliose der Sache zugrunde liegen kann. Aber es gibt eben auch durchaus andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome machen. Und das ist manchmal auch im Alltag, für die Ärzte, die behandelnden Ärzte, ein Problem, dann relativ schnell auf die richtige Diagnose, die richtige Ursache zu kommen. Wir sehen leider immer wieder Patienten, die eben das nicht ausreichend ernst genommen haben, nicht zum Arzt gegangen sind und bei denen es dann gegebenenfalls auch zu schweren Spätstadien der Borreliose kommt. Auch Thorsten Schwebke geht zunächst nicht zum Arzt. Vor einem Jahr sticht ihn eine Zecke, er merkt es nicht, entdeckt aber einen roten Fleck auf seiner Haut. Er ahnt nicht, dass es die typische Wanderröte eines Zeckenstichs ist, das klare Anzeichen für eine Borreliose-Infektion. Ja, eine Zecke habe ich auch keinen Fall gedacht. Ich dachte irgendwie eine Wespe oder eine Bremse oder irgendwie sowas. Ne? Dieser rote Fleck war circa eine Woche da. Dann ging das auch weg. Dann ging es mir auch eigentlich gut. Ich sag mal, 4, 5 Wochen passierte gar nichts. Es war alles normal. Aber 6 Wochen später bekommt er plötzlich Rückenschmerzen. Fühlt sich, als hätte er Fieber und geht zum Arzt. Doch sein Rücken ist in Ordnung. Der Mediziner schickt ihn zum Neurologen und der stellt die entscheidende Frage. Dann kam ein Gespräch heraus, haben wir uns unterhalten und ob ich mal gebissen worden bin. Und dann fiel mir das wieder ein, dass ich vor 8 Wochen gebissen worden bin. Von was auch immer. Und dann kam die Untersuchung beim Neurologen und die hat dann ergeben, dass ich von der Zecke gebissen worden bin. Und so kommen die Borrelien in den Menschen. Sticht eine Zecke zu, muss sie sich durch die oberste Hautschicht arbeiten, um Blut zu saugen. Je länger sie festsitzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Borrelien in den Menschen gelangen. Erst nach vielen Stunden spuckt die Zecke mit ihrem Speichel die Borrelien hier grün in die Blutgefäße. Die Erreger bleiben einige Tage an der Oberfläche, in den kleinsten Gefäßen der Haut. Erst dann verteilen sie sich im Körper.
Genau das wollen Rostocker Forscher nutzen. Sie testen zurzeit in einer Studie, ob dieses Gel in Zukunft Menschen nach Zeckenstichen sofort schützen kann. Es soll in den ersten 4 Tagen auf den Stich aufgetragen werden und die Borrelien in der Haut abtöten. Neuartig ist, dass wir gar nicht auf das Ausbrechen der Borreliose, sprich auf die Wanderröte, warten, sondern vorher schon unmittelbar nach dem Zeckenstich ein Antibiotikum verabreichen, sodass es gar nicht erst zur Borreliose kommt. In einem Jahr soll das Gel auf den Markt kommen. Bis dahin bleibt das Wichtigste, Zecken möglichst schnell entfernen und dabei nicht drehen oder quetschen, weil die Borrelien sonst sofort in den Menschen gelangen. Ja, nicht nur Zecken können krank machen, auch Haustiere wie Hunde, Katzen oder Vögel übertragen durchaus Krankheiten. Darüber morgen mehr in der Radiovisite um 9:20 Uhr und 11:20 Uhr, wie immer auf NDR Info.